follow me through COVID-19. Ayla hat Corona gehabt. Während sie Corona gehabt hat, hat sie mir das hier in meinem Livestream-Chat drin geschrieben, habe ich ihr dann auf Instagram geschrieben und gesagt, hey, es wäre eigentlich noch eine coole Idee, wenn du das würdest irgendwie dokumentieren aus Video. Aber ich habe dazu natürlich gesehen, es muss nicht sein. Nur wenn du das okay findest, wenn du siehst, ja, ich würde das gerne teilen oder so. Natürlich haben sie intime Momente, wenn man krank ist, wenn es ihm selber nicht gut geht. Aber sie hat es jetzt tatsächlich gemacht und ich bin jetzt gespannt, wie Corona bei ihr war. Sie hat nämlich gesehen auch schon mal, dass es für sie nicht einfach war, dass sie einen schweren Verlauf gegeben hat, obwohl sie jung ist. Wir gehen rein. Hi, was poppin? Herzlich willkommen. Pop. Brand new whip, just hot. Wir sind gerade auf dem Weg auf Davos. Für eine Nacht. Okay. Sie hat einen ganz normalen Vlog von Davos machen eigentlich. Wir sind jetzt angekommen. Sieht easy schön aus, der Ausblick, der ist nicht so nice. Aber egal. Ich bin müde. Tag 0, der Tag, wo die ersten Symptome auftreten sind. Oh shit. Ich habe zu gut geschlafen. Wir checken nachher aus und dann gehen wir da noch ins Spa-Bereich. Vielleicht ist es komisch, ich habe das Gefühl, meine Nase ist zu. Darum habe ich nicht so gut geschlafen, nicht so gut Luft gehabt. Mm. Ja. Aber everything's fine. Es ist etwas passiert. Oh. Zwar habt ihr in meinem Vlog gesehen, dass wir heimgefahren sind von Davos und dann plötzlich im Auto. Ich habe so eine Attacke bekommen, wo meine Lungen da angefangen zu brennen, so richtig brennen. So wie Feuer, als wäre ich jetzt so 2 Kilometer draussen gerannt. Und habe fast keine Luft mehr bekommen, richtig Atemnot, keine Dyspnoe. Und dann bin ich heimgekommen und habe so Gliederschmerzen bekommen. Meine Beine, meine Arme, mein Kopf, alles hat mir wehgetan. Dann habe ich halt angerufen beim Arbeiten, über das hineinkommen. Dann haben sie gesagt, ich muss einen Corona-Test machen. Habe ich einen Corona-Test gemacht und ich habe jetzt das Ergebnis bekommen, dass ich positiv bin. Positiv getestet wurde. Ich glaube, dass haben viele Leute von uns gehabt, dass ja, eben zum Glück, ich und meine Familie ist zum Glück verschont geblieben, bis jetzt noch von dem ganzen Scheiß. Und ich wünsche das überhaupt niemandem. Ich hoffe, egal wer wo das seid, egal wie, wo, was, dass ihr durch die Zeiten durchgekommen seid, seid ohne Problem oder generell ohne Corona, und wenn nicht ohne Corona, dann einfach ohne Komplikationen, dass es euch auch noch gut geht. Ich das habe einfach so als Erklärung, ich habe chronisches Asthma bronchiale. Also meine Bronchien sind chronisch verengt. Ich habe eigentlich immer weniger Luft als andere Menschen. Sie sind immer zu. Ich kann halt nicht schlafen die letzte Nacht, weil ich Atemnot habe. Und ich habe sehr viel Schleim in den Lungen. Sputum, sagt man dem. Und das wirkt mich halt. Und wenn es aufkommt, muss ich erbrechen. Ich habe jetzt zweimal gebrochen gestern Abend. Ich hätte nicht. Scheiße, Mann. Ja, auch schon eben chronisches Asthma. Ich habe zum Glück nichts Sättiges, aber es ist wirklich. Ich denke, dass ich das überkomme. Das ist ein normaler Macchiato und der schmeckt einfach nach Vanille. Ich habe jetzt alles organisatorische Sachen erledigt. Kontaktpersonen habe ich mir angegeben. Ich habe übrigens, was ich mega komisch finde, Covid-App. So, man bekommt, wenn man positiv testet, bekommt schon einen eigenen Covid-Code. Und den kannst du nur dort eingeben bei diesen Codes. Mhm. Aber, schaut jetzt mal, ich glaube, meine App ist kaputt. Also ich bin jetzt positiv getestet und jetzt kommt das. Es werden keine Rechnungen mehr aufgezeichnet. Mir geht's wieder schlechter. Aber jetzt mal Real Talk, dass sie, wie sehr, was sie sich da zusammengenommen hat und auch noch ein Video gemacht hat. Das ist interessant, das zu sehen. Für uns natürlich. Wir wissen alle, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir krank sind und so. Das ist wahrscheinlich das Letzte, an was wir denken, sind jetzt Record, uns aufzunehmen oder weiß nicht was. Also Respekt für das. Respekt für das und ja. Ich hoffe einfach, dass mit meiner Lunge alles okay ist, weil die macht fucking weh. Hat euch schon mal eure Lunge weh da? Das ist richtig schlimm. Das ist Cortison. Es ist Tag 4. Und ich merke schon, es geht mir immer ein bisschen besser. Oh fuck.
kann nicht so schnell reden. Bis zum 2. Dezember. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, ich muss schnell ansitzen. Ich habe gesehen, nur das. Also, es ist schon krass. Also, sie ist jung. Wirklich, ich weiß nicht, wie alt du bist genau, aber sie ist zwischen, ich sage mal, zwischen 17 bis 19 Jahre alt und sie kämpft so sehr mit etwas. Klar hat sie Risikofaktor Asthma, aber gleich, sie ist jung und sie hat so einen Verlauf gehabt, also ja. Ich habe vorher einfach Blut gehustet, what the fuck. Falls er aus irgendein Arzt ist. Ist das gefährlich? Ich denke ja. Ich kann wählen, anfangen aufzugehen machen, sobald ich aufstehe und runtergehe. Also jetzt ist es für mich mega easy. Also ich merke es, aber es ist okay. Sobald ich aufstehe und laufe, ist es für mich mega schwierig zum Schnaufen. Heute viel schlechter gegangen mit Schnaufen. Ich habe mega viel inhaliert. Ich habe Dampf inhaliert. Und ich habe ein Oximeter bekommen. Und jetzt ist einigermaßen wieder gut. Ich bin bei 98% Sauerstoff. Aber seht ihr, was mein fucking Puls macht? Jetzt geht es mir eben ein bisschen besser und es ist alles wieder okay. Ich habe mich beruhigt. Ich habe schon gedacht, ich muss heute ins Spital fahren. Wirklich, es war mega schlimm gewesen. Aber I'm fine. Mein Freund ist auch heute positiv getestet worden. Und das BAG hat ihm erlaubt, zu mir zu kommen, weil quasi seine Familie clean ist eigentlich. Und der Husten ist schlimmer geworden, habe ich das Gefühl. Mir ist aufgefallen, ich bin der absolut schlechteste Vlogger ever. Ich melde mich so oft nicht. Im Hintergrund bin ich das, oder? Im Hintergrund bin ich zu hören, oder nicht? Gut, wenn es mir schlecht geht, melde ich mich gar nicht. Hi. Am Tag 9 hat sie sich noch mein Stream eingezogen und am Tag 10 ist sie im Spital. Hi. Was Problem? Hallo, ich melde mich auch wieder mal. Und zwar ist gestern etwas mega Schlimmes passiert, darum habe ich mich nicht gemeldet. Irgendwie ist mein Puls entgleist. Also ich weiß nicht, ich hatte wie so einen Kreislaufzusammenbruch gehabt. Ich habe mega Schmerzen in meinem Bein, es ist auch geschwollen. Und dann plötzlich ist mein Puls auf 160 hoch und der ist nicht mehr oben runtergekommen. Mir ist so schlecht gegangen, ich musste erbrechen. Schwindel, einfach alles. Ich habe zittert im ganzen Körper. Mein Freund hat gesagt, man hat gesehen, wie mein Brustkorb so macht. Es war für mich so schlimm, ich möchte das nie mehr erleben. Und dann hat mein Hausarzt mich überwiesen ins Spital. Dort bin ich auf die Notfallstation gekommen, sofort liegen, weil sie haben gemeint, ich habe eine Thrombose im Bein, weil es halt eben geschwollen, also es ist nicht fest geschwollen, sondern minim geschwollen, aber es hat mir einfach mega weht. Und hat mir gemeint, ich habe eine Thrombose im Bein, die jetzt schon langsam aufsteigt zu einer Lungenembolie, warum mein Puls so schnell war und eben der Kreislauf. Ja. Dann haben sie Ultraschall gemacht, mir Blut genommen, Infusion gelegt, EKG, alles. Es ist schon zum Glück herausgekommen, dass es keine Thrombose ist. Also Thrombose können ausgeschlossen werden und auch Lungenembolien können ausgeschlossen werden. Man weiß nicht genau, was mit meinem Puls ist. Ich kann heute Nacht... Ja, wirklich krasser Respekt. Ja, genau. Krasser Respekt, dass sie so offen über das Thema redet, weil sie hier eben in dem Moment noch nicht mal das Ende in sich gesehen hat. Sie ist am Tag davor ist im Spital gewesen und es war wahrscheinlich ein riesen Stress gewesen. Oh, wie es ihr Körper geht und so weiter und so fort. Also... Trolltermin. Im Spital. Aber mir geht es jetzt wieder gut und ich darf morgen wieder aus dem Haus raus. Ja, ich hoffe auch, dass das nie mehr passiert. Oh mein Gott, es war so schlimm, so eine Attacke vom Herz, mein Gott. Aber I'm fine now. Mein Herz ist besser jetzt. Wir haben alles EKG gemacht. Ich kann abschließend noch ein paar Sachen sagen. Ich habe hier meinen Punsch, ein bisschen Tea Time und Meetdecke. Ich habe es gemütlich gemacht und zwar habt ihr wahrscheinlich gerade den Clip gesehen, wo ich mich mega gefreut habe, dass ich endlich wieder raus darf und zwar in UK oder in die Schule, wie auch immer ich dem sagen. Und ja, es ist nicht lang gegangen. Ich bin nicht mal eine Lektion im UK gewesen, weil eigentlich ist es nicht lustig. Aber ich habe das noch nie gehabt, eine richtige Panikattacke bekommen. Und dann habe ich auch mit meinem Hausarzt darüber geredet, weil ich bin mega aufgelöst war und auch im Zug nachts. Und er hat wie gemeint, vielleicht ist es auch wie so eine Art Trauma. Ich hoffe, es wird bald wieder besser. Nach dem ganzen Corona, ich war insgesamt 16 Tage zu Hause. Ich war so ein bisschen wieder am Weg suchen in den Alltag hinein.
Ich habe gemerkt, ich bin körperlich noch nicht ganz so fit. Ich habe immer wieder Kopfweh, richtig fest, was ich vorher nie hatte. Ja. Und dann wollte ich euch mitteilen, dass ich weiss, von wo ich mich angesteckt habe, und zwar beim Arbeiten. Es hat leider noch mehrere Mitarbeiter getroffen, aber einfach, dass ihr es wisst, ich bin nie im Ausgang gewesen, ich habe nie irgendetwas Verbotenes gemacht, habe mich nie mit vielen getroffen, habe wirklich nichts dafür. Es war einfach ein dummer Zufall gewesen, dass sie mich getroffen hat. Leider. Danke, dass ihr das Video geschaut habt, hey, und für jede Unterstützung. Das war es mit meinem Vlog. Oder was auch immer das war. Hey, unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Bye. Das Outro. Ich lache nur wegen dem Outro. Ist doch das Video nice, sondern das Outro, Mann. Ja, moin. Aber Ayla, wirklich. Der Chat sieht schon. Wirklich mal Clap. Alle Clap in den Chat für Ayla. So ein Video. So intime Sachen. So ein Video und so viele Emotionen, ein Video zu packen und uns mitzunehmen auf einer so einer schweren Weg, ist wirklich wahnsinnig, und dass du das gemacht hast, verdient wirklich Respekt, und ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste und die beste Gesundheit, dass dir das nie mehr passiert, beziehungsweise dass du mit dem Asthma besser klarkommst, generell im Alltag, und dass du nie mehr eben das Herzrasen hast, beziehungsweise eben genau das, was du gegeben hast. Ja, ich wünsche es niemandem, ich wünsche es auch im ganzen Chat niemandem, ich wünsche es niemandem, egal wie schlecht die Person ist oder so, ich wünsche niemandem, dass es ihm nicht gut geht und schlecht geht. Wirklich, nochmal, es ist ein ganz, ganz grosser Respekt, dass du das Video gemacht hast.